Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum ersten Monaco GP 2022, hier aus dem sonnigen Günzburg bei Bavaria Kart. Mein Name ist Oliver und ich kommentiere für Sie dieses Qualifying. Ja, warum Monaco? Weil diese Streckenführung eben ähnlich eng wie in Monaco ist und es kaum bis gar keine Möglichkeiten zu überholen gibt. Deshalb wird es auch sehr wichtig, jetzt im Qualifying schnell unterwegs zu sein. Denn im Rennen später wird es dann schwer werden zu überholen. Wie ich gerade höre, startet das Qualifying auch gleich. Dann wollen wir vorher noch einen Blick auf die Fahrer und die Strecke werfen. Einer der Favoriten und der Top-Star des Bavaria Clubs, Patrick, ist mit dem Kart Nummer 4 unterwegs. Gefolgt von seinem älteren Bruder Holger, der immer näher rankommt und mit der Nummer 1 fährt. Das Kart mit der Nummer 3 wird von Chris gesteuert, für den es heute darum gehen wird, an die Top-Gruppe ranzukommen. Die Nummer 14, Judith, will den Favoriten heute Paroli bieten und sieht gute Chancen, dran zu bleiben. Mit der Nummer 10 ist Philipp hinter dem Lenker unterwegs und will seinen Rhythmus wiederfinden. Das Kart mit der Nummer 11 wird von Axel gesteuert, der immer besser in Form kommt und für eine Überraschung gut ist. Die 6 wird von dem erfahrenen, aber formlosen Dennis gefahren, für ein paar schnelle Runden ist er aber immer gut. Und zu guter Letzt die 5, mit Anja, die auch als Favoritin gehandelt wird, aber mit einer Verletzung als Handicap unterwegs ist. Auf jeden Fall wird es ein sehr spannendes und actionreiches Qualifying, auf das ich mich schon freue. Aber lassen Sie uns, bevor es losgeht, noch einen Blick auf die Strecke werfen. Auf der kurvigen Strecke geht es dementsprechend auch gleich los. Direkt nach dem Start geht es in eine Linkskurve, die in der ersten linken 180-Grad-Kurve mündet. Gefolgt von einer rechten 180, die auf die Brücke führt. Auf der anderen Seite angekommen geht es sogleich in eine linke und kurz darauf in eine rechte 180-Grad-Kurve. Danach geht es in einer halbrechten und scharfen Linkskurve raus auf den Asphalt, eine scharfe Rechts- und eine scharfe Linkskehre gefolgt von einer weiten Rechtskehre führen in den Slalom. Am Ende dessen kann man beschleunigen und muss durch einen weiteren kleinen Slalom, um dann in eine schnelle Rechtskurve unter der Brücke durch. Auf eine schnelle Links- und Rechtskombination wieder auf die Start- und Zielgerade zu kommen. Soweit zur Strecke. Ich höre gerade, es geht jetzt los. Dann verlieren wir keine Zeit mehr und lassen die Motoren aufheulen. Als erste fährt Judith aus der Box, mit der Nummer 14. Für sie wird es ein Heimrennen werden, gefolgt von Dennis in der 6. Dahinter dann Philipp mit der 10 und Axel mit der 11. Ein weiteres Bavaria Kart-Mitglied, Chris, mit der 3. Schon in lauer Stellung, Anja mit der 5 und Holger, der sich heute beweisen will, mit der 1. Die Einführungsrunde wird noch gemächlich angegangen von Dennis, bei dem wir hier mitfahren. Und jetzt ist auch der letzte Fahrer auf der Strecke, Patrick mit der 4, der sich jedoch mehr Zeit gelassen hat. Ob es sich dabei um Probleme handeln könnte, kann ich von hier oben nicht beurteilen. Aber wir können davon ausgehen, dass er das Feld von hinten aufrollen wird. Die ersten zwei Zeitabnahmen, Judith und Dennis. Mal sehen, wer hier gleich von Beginn an Vollgas gibt und wer es erstmal langsam angeht. Chris scheint jedenfalls nicht abwarten zu wollen. Erste leichte Kollision. Ein wunderbares Wetter zum Kartfahren haben die Piloten da erwischt. Starke erste Runde von Judith. ...48,264. Nicht so stark. Da ist noch ein bisschen Luft nach oben für Dennis. Chris schiebt sich auf Position 3. Schnelle Runde von Anja, die sich erstmal auf Position 3 schiebt. Holger jetzt auf der 6.
Bis jetzt sind 3 Runden gefahren, und mich würde es nicht wundern, wenn die Positionen so bleiben, wie sie jetzt sind. Der Favorit konnte bis jetzt noch nicht auf Platz 1 vorstoßen. Judith hat gleich zu Beginn eine schnelle Runde hingelegt. Da muss sich Patrick jetzt aber reinhängen. Olga mit einer neuen schnellsten Runde. Und wir schauen auf eine Runde von Patrick, schafft er es jetzt auf Platz 1 zu kommen? Ich sehe gerade, mit der letzten Runde hat er es auf 1 geschafft. Der erste Sektor war schon gut mit 20,302. In Sektor 2, 34,725. Keine gute Zeit, aber er wurde im letzten Sektor massiv ausgebremst. Judith wird einen neuen Versuch starten, um die erste Position zurückzuerobern. Schnellste Runde von Dennis, 45,372. Dennoch reicht es nur für Position 5, da Chris noch ein wenig schneller ist. Aber wenn er noch ein bisschen zulegen kann, könnte er es noch auf die 4 schaffen. Spannendes Rennen von Axel, Holger, Philipp und Patrick. Schon seit ein paar Runden, die blaue Flagge jetzt für Philipp. Patrick geht vorbei und hat eine neue schnellste Runde, 44,012. Und ist damit weiterhin souverän an der Spitze. Vor Judith, Anja, Chris, Dennis, Holger, Axel und Philipp. Schauen wir gleich auf die Zeit. Anja mit ihrer schnellsten Runde, und die kann sich wirklich sehen lassen. 44,205, und damit nur hauchdünn an der Spitze vorbei. Auch Philipp jetzt mit seiner schnellsten Zeit. 46,519. Eine Schippe noch drauflegen, dann sollte er an Axel vorbeiziehen können. Während Holger und Patrick gerade an Axel vorbeigezogen sind. Knappe 9 Minuten noch in diesem Qualifying, bei bisher 8 gefahrenen Runden. Kleiner Verlenker gerade. Hohe Geschwindigkeit jetzt. Gut durch die Kurve kommen. Ja, war okay. Und Chris schließt immer weiter zu Dennis auf, Runde für Runde. Und beide könnten demnächst auf Axel treffen, was interessant werden könnte. Und Anja könnte für weiteren Druck von hinten sorgen. Schauen wir gleich mal auf ihre Zeit. Schnellste Runde von Judith, wow, 44,140. Patrick muss langsam zittern.
Wir schauen auch auf die Rundenzeiten von Holger und Axel. Vor beiden sind Dennis und Chris, die man angreifen könnte, für das Top-Trio wird es wohl nicht reichen. Außerdem sitzt Dennis, Axel bereits im Nacken, dicht gefolgt von Chris und Anja. Wird die nächsten Runden wohl eng werden auf der Strecke. Anja mit einer 45,901 Zeit. Holger ist gut unterwegs, reicht es, um an Dennis und Chris vorbeizukommen? Nein, 46,960. Holger bleibt vorerst auf Platz 6. Auch für Axel bleibt es bei seiner Position, die 7. Kleiner Fehler von Axel, das ist die Chance für Dennis ranzukommen und vorbeizugehen. Ganz dicht ist er jetzt dran. Kommt er vorbei? Ein Schubser, für mehr reicht es noch nicht. Schnellste Runde von Axel jetzt, da hat der Schubser vielleicht sogar geholfen. Und wir schauen auf die Zeit von Chris. Langsam wird es eng. Axel, Dennis, Chris und Anja jetzt ganz dicht beieinander. Klappt es jetzt mit dem Überholen für Dennis? Chris mit einer 45,497, stark. Da geht Anja an Dennis vorbei. Davor hat sie Chris schon alt aussehen lassen. Blaue Flagge für Axel, was Dennis wohl verunsichert, auch Chris geht vorbei, ei ei ei. Somit ist jetzt Anja vor Axel, Chris und Dennis. Chris geht vorbei. Oh nein, da hat es Dennis und, ich denke, Axel erwischt. Von 35 km pro Stunde auf 0 in einem Augenblick. Schmerzhafte Angelegenheit, aber weiter geht es, fordert Axel. Da hat Chris eine Lücke gesehen und sie knallhart angenommen.
Ja, so kann es gehen beim Kartfahren. Ein Augenblick reicht. 2 Minuten Zeit, um noch etwas an der Konstellation zu ändern. Und wir sind bei 16 gefahrenen Runden. Und wir schauen noch auf die Zeit von Philipp, der relativ unauffällig bis hierhin gefahren ist. Scheint, als hätte Dennis noch Schmerzen von dem Crash. Judith geht vorbei. /47,705 für Philipp. Ordentliche Zeit, aber noch zu wenig, um Plätze gut zu machen. 2 Runden bleiben noch. Patrick geht jetzt an Axel vorbei. Für Dennis geht es wohl nur noch darum, ins Ziel zu kommen. Damit ist die Zeit abgelaufen, die Piloten dürfen die angefangene Runde noch zu Ende fahren, eine letzte Chance, nochmal eine gute Zeit hinzulegen. Das war's. Das Qualifying ist zu Ende. Jetzt dürfen sich die Piloten auf ihre jeweiligen Startpositionen begeben. Patrick hat dieses Qualifying für sich entscheiden können und ist unser Gewinner für heute. Wie gesagt, Patrick hat dieses Qualifying für sich entschieden. An zweiter Stelle kommt Judith. Und auf Platz 3 ist Anja gelandet. Patricks schnellste Runde war eine 44,012 und er startet somit von der 1. Judith hat einen Rückstand von 0,128 Sekunden. Anja von 0,193. Chris 1,170 Sekunden Rückstand. Dennis 1,360. Holger hat 1,783 Sekunden Rückstand. Axel 2,215 und Philipp 2,507 Sekunden. Damit verabschiede ich mich für heute, liebe Zuschauer, und wir sehen uns zum Rennen wieder. Wenn dir das Video gefallen hat, lass ein Abo da und teile dieses Video. Danke, wer Interesse an solch einem Video hat,
erreicht uns per E-Mail unter diefstudio@yahoo.de.